Freunde, heute schauen wir uns ein weiteres Video vom Pumping an. Und bevor das Video losgeht und ich euch in die Videos schicke, muss ich euch ganz kurz was erzählen. Ne? Ich war hier gerade bei der Apotheke und wollte eigentlich nur Nasenspray besorgen, weil meine Nase wieder dicht ist. Und dann rede ich mit der Frau, die wollte mich auch gar nicht gehen lassen. Ne? Ich schwöre, da 10 Minuten sind vergangen. Und dann sage ich so, ja, ich bezahle einmal. Ich bezahle, sie will mich losschicken. Ich sage, ciao, schönes Wochenende. Sie sagt, warte mal, ich hab noch was für dich. Ich denke mir, was hat sie jetzt für mich? Irgendwie so Gummibärchen oder so. Oder drückt sie mir einfach so eine Packung Taschentücher in die Hand, zwinkert mich an und sagt, ja, für den Notfall, ne? Und beim Rausgehen, ich check's, okay, ich weiß jetzt, was sie mit Notfall meint. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der Reaction. So, Ladies and Gentlemen, Dankeschön fürs Einschalten. Ich küsse eure Herzen. Wie ihr sehen könnt, sind wir wieder in Frankfurt. Heute gibt's wieder Mazinde auf meine Art. Ich würde sagen, wir babbeln gar nicht lange rum. Wir checken einmal unsere Mädels ab. Ein Applaus für die Mädels. Boah, guck mal, keiner applaudiert. Das ist echt eine Blamage. Boah, krass. Und jetzt die Jungs. Boah, krass. Alter, Junge, ich hab's fast nicht vermisst. Bruder, bitte, warum macht man bei einem Tinder mit? Du weißt doch, Kamera läuft. Du weißt doch, das Video kommt online. Warum stellst du dich verdammt nochmal in die Schlange, wenn du dann wieder zensiert werden willst? Das habe ich auch damals nicht verstanden, vor 2-3 Jahren. Wieso macht man bei Tinder dann mit? Du willst zensiert werden, warum machst du dann mit? Und ich kann mir auch zu 100% vorstellen, die Zensur wird irgendwo abkacken, wir werden ihn irgendwo sehen. Alter, oh mein Gott, es wird ja immer schlimmer hier. Boah, der kommt einmal mit Kutte an. Oh mein Gott, Bruder, hast du Granate im Mund oder was? Digga, boah, Steve Urkel, krasser Typ, Digga. So, ich würde sagen, Tinder auf meine Art, falls wieder jemand... Das ging ja schneller, als ich dachte. Hi. Schön, dich zu sehen. Pfefferspray, dann müssen wir abhauen. Ich würde sagen, Ladies first, let's go in the window. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin an. An? An. Okay, freut mich, ich bin aus. An, mach mal bitte das Licht an. Ey, das, ich schwöre, das hat 100% schon irgendeine Freundin zu ihr gesagt, ne? Und ich wäre auch diese Art von Freund, die das jeden Tag 5 oder 10 Mal sagen würde. Bis sie dann irgendwann sagt, Dennis, bitte halt die verdammte Fresse, bevor ich dich ersteche. Woher kommst du? Nähe Frankfurt, also Nähe der Auhanau. So. Okay, für dich ist das Video okay? Ja, ja. Haben wir dein Einverständnis? Ja. Gut, check mal diesen Jigo einmal von oben bis... An, fang mal bitte an mit bewerten. Kranke Musik. So, sag mir, würdest du ihn daten? Na, glaub nicht, sag ich ehrlich. Nein? Der macht ein bisschen zu sehr einen auf. Er denkt breit und so, Jigo und so. Hm, weiß ich nicht. Er denkt, er wär's? Ja. Du denkst, du wärst es? Ich schieße nicht, aber ich sag, chill mal ein bisschen, guck mal. I gonna smash everybody. Boy sent me like location, location. I gonna come, whatever you want. Doesn't matter, Brooklyn or Moskau. Ey, oh mein Gott. Wie kann ein Mensch so schnell Gänsehaut kriegen wie ich gerade? Bruder. Gänsehaut, Haut, Gänse, alles, alles was dazugehört, gesamtes Paket habe ich. Bro, diese Stimme kam wirklich unerwartet, plus die kam richtig so, die hätte eigentlich nicht kommen müssen. Und das ist dann auch die Art von Person, die jetzt bei Instagram in die Bio schreibt, UFC-Fighter, nur weil er gerade die Stimme nachgemacht hat. Er identifiziert sich direkt mit Ramsat. War das Ramsat? Ja, ne? Du bist ein kleiner Mann, chill ein bisschen, tut mir leid, chill ein bisschen. Guck mal, wie du da stehst. Schreib uns mal deine Typen. Groß auf jeden Fall. Er muss nicht breit sein, so, so groß, Style. Charakter muss stimmen, weil er ansonsten bockt nicht. Weißt du, Charakter macht Leute hässlich teilweise, deswegen, man muss gucken. Dann hören wir uns mal die Meinung von drüben, Mann. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich heiße Ivan Ali, Galinov Nikolaev. Okay, check sie mal ab von oben bis unten. Sag mir, datest du sie? Ich hab sie gerade abgecheckt von oben bis oben, Bruder, aber nein. Wallah, die sagt, ich wäre für einen Junge zu klein, die ist für ein Mädchen zu groß, Wallah. Ich will nicht jetzt so schießen, miesen, einen auf cool Mul. Ich muss nicht cool sein, weil ich bin schon cool. Guck mal, was die macht, guck mal, was die macht. Zeig mal, guck mal. Wer ist das? Er. So, was macht? So siehst du. Aber er macht so. Was ist er? Er ist so, aber er macht so. Du bist so, wenn du allein schon normal läufst. Was willst du jetzt machen? Müller, Bruder, Wallah. Oh. Oh. Was du jetzt? Warum denkst du jetzt? Bruder, du siehst so unschuldig aus, warum mischst du dich da bitte ein? Mach mal bitte nicht auf cool Mull. Ja, man muss aber auch echt sagen, ne, diese ganze Kulisse ist immer randvoll, wenn es Tinders auf der Straße gibt, ne? Guck mal bitte, ganze Schule, Schulhof, alle haben geschwänzt. Alle sind am Schwänzen gewesen. Ernst, mach deine Fresse zu, wenn du nicht willst, dass ich dich expose, dann hältst du jetzt deine... Ey, warum schreist du? Du bist 2 Meter. Am Anfang, er kommt noch zu mir und sagt so, ja, aber sag mal bitte nichts gegen mich, ich will mich nicht blabieren. Jetzt, er redet! Was denkst du, wer du bist, Digga? Das ist ein Gespräch, ohne Spaß. Fuck Bruder, Wallah, ne, für 5 Euro, die macht alles. Okay. Bruder, guck mal, ich bin ja heute da und ich hab eine Sache. Mein Signing, schau, komm mal her, der ist der krasseste. Was passiert? Warum, was hat, was passiert? Bruder, die tut, die sagt, ich wär für Bull und so, dies und das. Das mal kurz. Nach dem Video. Mach eine, mach komm. Eine, komm. Was soll ich sagen, Bruder? Nee, sag irgendwas, das die... Kommt dann noch was? Okay. Wer da? Splitte Parts, so wie 50 Cent. Du siehst aus wie der vercrackte Slenderman. Oh!
Ich krieg ehrlich Kulturschock, ne? Also ich gehe hier nach dem Video raus mit dem Gedanken, ich bin wirklich mit der schlauste Mensch in Frankfurt. Sobald ich Frankfurt betreten sollte, weiß ich, ich bin auf jeden Fall der Schlauste. Wenn ich durch Zeil laufe, ich weiß, ich bin der Schlauste. Das ist Fakt. Auch wenn ihr jetzt gerade im Chat oder in den oder das YouTube-Video seht, wenn ihr durch Frankfurt lauft, durch Zeit, ihr wisst ganz genau, ihr seid schlau. Haltet das immer vor Augen, ihr seid schlau. Kau deine Nägel, kau! Und kau mal Schwan. Ubermovies, Osas. Wie heißt du? Heißt du Abdul Rodel Bil Kharouf? Ohne Spaß, der Wein gleich. Okay, lass uns mal weitermachen. Es ist sofort eskaliert. Ja. Wir gehen ein zweiter, okay? Alles klar? Stell dich. Normalerweise kennen wir das ja bei den Tinder-Folgen immer so, dass die Leute erst gegen Ende eskalieren und hier starten wir schon umgekehrt. Also direkt Anfang eskaliert schon. Ich bin Diana, 21 aus Berlin. Diana und so? Ja, oh. Diana und so. Diana und so? Weißt du, was du heute machst? Ja, hier in diesem Video? Warte mal, wo hat Pumping da hingeguckt? Ganz kurz. Wir müssen einmal kurz rechargen, zurück. 21 aus Berlin. Diana und so? Ja, Diana und so. Weißt du, was du heute machst? Aha. Pumping, Fatih, Habim, Nere Bakyon, wo guckst du hin? Was ist da? Hier spielt die Musik, mein Bester. Nicht hier unten. Don't look here. Hier. You're a liar. Mein Bester, die Musik spielt oben, ja? Der Ton macht die Musik und der Ton kommt eindeutig hier. Hier, das ist die Höhe. Da muss ich drauf konzentrieren. Ich sehe jetzt schon, Pumping schreibt mir heute. Schickt mir Memo. Bruder, danke nochmal, ne? Wie gesagt, ich bin jetzt auch von zu Hause rausgeschmissen worden. Ich lebe jetzt auf der Straße. Dankeschön, ich habe Streit mit Freunden. Du hast Fitner gemacht. Abchecken, so sieht's aus. Von oben bis unten. Würdest du Steve Urkel daten? Der fühlt sich zu sehr. Ja. Was meinst du damit? Guck mal, er sieht aus wie John Sins in klein, dünn und hässlich. Und mit einem Kleid. Aber guck mal, eigentlich, ich will nicht schießen. Sag uns erstmal, wie alt du? 21. Du? Ja. Sicher? Ja, genau. Okay, wir haben auch dein Einverständnis. 21? Chat, die ist auf gar keinen Fall 21, die blufft. 100%, keine 21. Die ist maximal. Und wir reden hier wirklich nur von maximal. Ne? Nicht von Max, wir reden von maximal. Jahre alt. Okay, er ist nicht dein Typ. Beschreib mal deinen Typ. Mein Typ? Guck mal nach hinten, vielleicht einer von denen. Was, ich? Ja. Nein, Spaß. Kameramann. Wir hören uns die Meinung von ihm an. Komm. Boah, Playboy, stell dich vor. Assalamu alaikum, scheiß Player. Alaikum salam. Manche kenne ich, manche nicht, aber ich bin mächtig, ja. Du bist fresh und mächtig. Check mal Diana einmal von oben bis unten ab. Check sie ab. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe. Auf gar keinen Fall, Bruder. Weißt du warum? Warum? Bruder, wer sie fit, ist sofort zum Pissen, Bruder. Was meint der? Ich hab nicht gehört. Was? Kannst du wiederholen? Wer dich hat keine Hände. Also ist sofort zum Pissen. Ja, nee, dein Vater. Anne, du Janne, warum kommst du nicht mit der Wahrheit klar? Lass mich stehen. Du 1,60. Respektlos, ohne Spaß. Der hat kein Benehmen. Seine Eltern haben ihn nicht erzogen, ich schwöre. Ey, ohne Spaß, das ist wirklich so eine, die ist eigentlich voll gut erzogen worden. Die ist halt nur gerade zur falschen Zeit am falschen Ort. Sie lässt sich gerade nur ein bisschen lenken. Sie ist wirklich am falschen Ort gerade. Aber an sich, die ist wirklich so eine... Guck mal, die beschützt jetzt auch gerade dieses kleine Mädchen. Aber eigentlich ist sie voll so die Nette. Rede zu viel. Guckt ihn euch an, ist ein kleiner Mann. Genauso klein wie Müller. Du bist 2 Meter. Also du sagst auf keinen Fall? Bruder, auf gar keinen Fall und die erst recht nicht, Bruder. Guck mal an die, ne? Ich will gar nicht so beleidigen oder sowas, ne? Aber warum müsst ihr euch vor der Kamera so verstellen, einen auf cool machen? Gib doch ja, Mann, warum muss man sich vor der Kamera so verstellen, auf cool machen? Warum muss man bei einem Tinder mitmachen und danach sagen, Bruder, zensier mich? Doch eure Meinung, sagt boah, nein, er gefällt mir nicht. Safi, ihr müsst doch keine Filme machen, ist doch alles gut. Safi, du hast doch gerade auf Mann getan von Kamera. Oh mein Gott, Bruder, ich krieg hier richtig Gänsehaut, Alter, ich schwöre. Ich habe das Gefühl, hier Dings zieht es. Ich muss gleich mal die Küchentür zumachen. Bruder, ich habe hier am Rücken Gänsehaut. Was war das für eine Stimme? Ich schwöre, selbst mein Mathelehrer, der Kettenraucher war, der im Stimmbruch war, der hatte nicht mal so eine Stimme. Ich schwöre, ich habe mich gerade kurz erschrocken. Ich dachte, Dings, Ramadan ist vorbei, die Gents sind wieder draußen. Ich war sportlich ein Battle. Ich meine meine Sachen doch gar nicht ernst, die ich sage. Seid doch einfach cool, gibt eure Meinung, sagt nein, er gefällt mir nicht. Warum müsst ihr auf Kamera so einen auf cool machen? Ich sag, er gefällt mir nicht. Was hat geredet? Bleib doch einfach respektvoll. So alles gut. Guck mal, du kommst rein. Erstmal, du musst nachdenken. Ratter. Was sag ich jetzt? Um einen auf cool zu tun? So. Und dann stehst du da. Stopp mal jetzt. Und dann stehst du da. Sie wurde so aufgeknallt, ihr wisst alle nicht. Wer wurde so aufgeknallt? Stell dich so hin, als würdest du jetzt
Rappen oder Freestyle oder sowas, musst du auch hart verkacken und dann redest du. Und dann gehst du raus, wenn man was zurücksagt, du wirst sauer. Wenn man was zurücksagt, du fängst an zu weinen oder so. Was ist los mit dir? Warte. Ich will was sagen. Guck mal, du schießt gerade einfach ohne Grund gegen mich. Ich hab gar nichts gegen dich gesagt oder so. Ich hab nur eine Line gebracht, die sportlich gemeint war. Die 21-Jährige, echt? Ja, das Ding ist, ich krieg von dieser Welt gar nichts mit. Ich weiß nicht, ob man die kennt oder ob man die nicht kennt. Für mich, ich sehe die zum ersten Mal gerade. Ich habe sie auch zum ersten und letzten Mal gehört. Also nach dem Einsatz, den sie da gerade abgeliefert hat, ich schwöre, ich habe mich leicht erschrocken. Warum mischst du dich eigentlich ein? Du jetzt so reagierst, ist deine Sache, so Safi. Ich wurde erzogen. Guck mal, wenn du mit mir redest. Guck mir in die Augen. Oh, schrei noch lauter. Ich habe keinen Respekt vor dir, deswegen guckst du auch nicht in die Augen. Ein Mann hat Respekt vor einer Frau. Bist du ein. Bist du weder gemacht? Wir haben Ramadan, ne? Bei Iftar. Ich geb dir Bananen, Bruder. Okay, ganz kurz. Guck mal, ihr müsst mal auf Ernst, ihr müsst alle seine TikToks abchecken. Ihr müsst seine TikToks abchecken, dann er darf nicht über Ramadan, Allah oder irgendetwas reden. Er ist der Fitnermacher auf seinen Namen. Du bist. Wie kannst du Deutsch? Sagen! Du kannst nichts anfangen, außer er ist nicht ein Blabla. Du hast doch ein TikTok gepostet, du meintest. Freund. Ja, so, Digga, jetzt verstehe ich wirklich, was sie meinen mit sie ist Zwerg. Bruder, Kameramann filmt einfach auf normaler Augenhöhe und man sieht einfach nur ihre Schädeldecke. Ja, so, er muss wirklich dieses. Mit Hohlkreuz muss er runterfilmen. Fremdgehen, hallo! Halt doch mal kurz zu. Hörst du mal zu, alle? Alle, du hast doch einen TikTok gepostet, wo du meintest, Freundin fremdgehen und so. Warum redest du da von Ramadan? Guck mal, ich hab Freunde, ne? Ich hab eine Freundin. Was machst du hier? Ich geh fremd, diese Plazenta. Bruder, warte mal. Sag nicht Ramadan! Bruder, sie redet gerade über Fremdgehen. Davor, vor Kamera, wo die Lache im Mund hatte, erzählt sie, dass sie ihren Freund mit ihrem Bruder fremdgegangen ist. Ja, ich bin mein Ex mit meinem Bruder fremdgegangen. Warte, aber was? Sie ist ihrem Ex mit ihrem Bruder fremdgegangen? Warte mal, jetzt habe ich hier gerade gar nichts verstanden. Warte mal, sie ist mit ihrem Bruder in die Kiste gesprungen und hat damit ihren Ex-Freund hintergangen. Bruder, habe ich irgendwas verpasst? Ich schwöre auf alles. Aber auch nicht vor Ramadan, weißt du? Darauf bist du stolz? Bruder, das muss ich noch einmal kurz aus ihrem Mund hören. Sie redet gerade über Fremdgehen. Davor, vor Kamera, wo die Lache im Mund hatte, erzählt sie, dass sie ihren Freund mit ihrem Bruder fremdgegangen ist. Ja, ich bin mein Ex mit meinem Bruder fremdgegangen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bruder, sie ist mit ihrem eigenen Bruder in die Kiste gesprungen und hat damit ihren Freund, also ihren Ex-Freund betrogen. Mit ihrem eigenen Bruder. Junge, das geht gerade nicht in meinen Kopf. Darauf bist du stolz? Ja, ich bin stolz. Wollen wir weitermachen? Ja, Wallah, ja, weitermachen. Digga, hast du schon mal dich angesehen, wie du aussiehst gerade, Digga? Hä, du sagst doch auch die ganze Zeit, Wallah. Du sagst auch die ganze Zeit, Wallah. Also, eine Sache ist auf jeden Fall klar, ne? Die ist auf jeden Fall nicht 21 Jahre alt. Also, wenn die 21 ist, bin ich, keine Ahnung, 12. Das geht nicht, das kann nicht sein. Also, 21 ist die auf jeden Fall nicht. Die wirkt auf jeden Fall auch nicht so reif. Die ist niemals 21. Fakt. Hör zu! Ich bin. Hör mir mal gut! Die beiden, ich brauch die gar nicht, das sind schon Punchline genug! Alle, du sagst, ich spann Schwab, ich kann dich nicht ernst nehmen! Wie wer? Spann Schwab, Mann! Ja, alle! Hallo, mein Name ist Patrick. Ich bin nicht SpongeBob. Ja, guck mal, ich sehe aus wie Patrick, weil die Spitze von meinem Kopf war an deiner Mutter drin. Deswegen. Hast du dich gerade noch von Ramadan geredet? Ja. Ich hab meinen Satz gesagt. Oh mein Gott. Ich denke, jetzt um das neutral zu betrachten, ich glaube, gar keiner von dieser Seite darf hier von Ramadan sprechen. Also weder die noch die Jungs. Also beide haben gerade während dieses Gespräches, während dieser Diskussion, haben die so viele Sachen gesagt, die einfach gar nicht in Zusammenhang mit Ramadan passen. Deswegen brauchen die beide gar nicht darüber diskutieren. Ich verstehe nicht, warum die darüber diskutieren. Die beleidigen sich und dann heißt es, ja, du darfst nicht darüber reden mit dem Ramadan und ich darf nicht und was weiß ich was. Also Bruder, Frankfurt, ne, ob die jetzt aus Berlin kommt oder nicht, Frankfurt ist ein eigener Planet, auf Ernst. Dafür musst du eigentlich Eintritt zahlen. Du redest gar nicht. Heul leiser. Oh mein Gott, halt deine Digga, keiner mag dich, checkst du's nicht. Du sagst, Leute schießen gegen dich rassistisch, du sagst lustig und so, ne? Sei mal leise, mach da mal zu, Digga. Digga, wer bist du auf einmal? Jetzt mal abgesehen von dieses Dissen und Beleidigen, wie geil ist dieser Kameramann, Junge? Das ist Bruno, der Kameramann. Niemals was gegen Schwarze, ja? Wir lieben Schwarze. Black Lives Matter, Walla Black Lives Matter. Okay, wir machen weiter. Aber man muss echt sagen, dieses Mädchen ist wirklich übertrieben groß. Ich glaube, bei ihr oben sind auch ganz andere Temperaturen. So die Kopfspitze von ihr ist bestimmt schon eingefroren, so kalt, wie das da oben ist. Und Pumping ist wahrscheinlich gerade auch ein bisschen neidisch, weil er halt ein bisschen kleiner ist. Also das Mädchen ist einfach
fast doppelt so groß wie Fatih Abi, ne? Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin Lieselotte. Wer bist du? Lieselotte. Lieselotte. Essen ist fertig. Lieselotte. Was ist das für ein Name? Meine Eltern. Okay. Was ist für ein Name? Meine Eltern sind das Problem. Okay. Check ihn mal ab von oben bis unten. Sag mir, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein. Nein. Ey, ich schwöre, ich werf meine Cap bald im Müll. Junge, diese Cap hat einfach jeder zweite, Walla. Wofür habe ich sie gekauft? Jeder zweite Mensch hat diese verflixte Cappy. Nicht. Ist tatsächlich nicht mein Typ. Aha. Und ich bleib meinem Ex immer noch treu. Ich wollte eigentlich gerade sagen, guck mal, voll die Süße, sagt noch, ist tatsächlich nicht mein Typ. So auf cool, auf süß, auf neutral. Und dann kommt eine Aussage wie, ich glaube, ich bleib meinem Ex mal treu. Bruder, Schwester, wenn ich dich so ansprechen darf, Lieselotte, ich hoffe, alles noch gut, alle Sicherungen sind noch dran. Wieso willst du deinem Ex noch treu bleiben? Dein Ex hat dich doch verlassen. Der ist weg. Bus ist weggefahren, der ist eingestiegen und weg. Wieso willst du diesen Bus noch hinterherrennen? Der ist weg. Du musst ihn vergessen. Allein die Aussage, hätte sie jetzt gesagt, ey, ich muss meinem Freund treu bleiben, hätte ich es irgendwie noch ansatzweise verstanden. Wobei, dann wäre sie auch im falschen Format. Aber ihrem Ex noch treu bleiben, das habe ich zum ersten Mal gehört. Nee, ich bleib ihm treu. Was war denn dein Ex für ein Typ? Albaner, Shiptalk. 1,90. 1,90? Singbart. Fußballspieler. Okay. Ja. Gut, dann hören wir uns die Meinung bitte von ihm an. Stell dich mal vor. Ich bin... Das beste Trick der Welt an. Ein Herz, Bruder, danke. Jim Bom Bom. Jim Bom Bom. Okay, check sie mal ab von oben bis oben. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Also ich bin ehrlich, sie sieht ganz nett aus. Aha, sympathisch. Eine sympathische Aura zu haben. Sehr schön. Aber ist nicht mein Typ. Aber er hat das so schön gemacht, einen Applaus. Guck mal, hätte ich davor nicht mitgekriegt, was er gesagt hat, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt geklatscht und gesagt, ey, das ist der erste Frankfurter mit Locken, der einfach in einem Tinder normal unterwegs ist. Ich habe aber mitgekriegt, was er vor 5 Minuten von sich gegeben hat, deswegen kann ich jetzt an der Stelle nicht klatschen. Ja, so macht man das. Was ist dein Problem? Nein, der liegt. Was habe ich jetzt gerade gesagt, was so verwerflich war, dass du so machst? Ich applaudiere nicht für dich. Ich applaudiere nicht für dich. Du bist fake. Du bist inbegriffen. Ganz respektvoll zu ihr. Nee, du hast. Du guckst nach unten, wenn du schießt. Guckst nach unten. Wie ein Hund guckst du nach unten, ne? Guck mal, ich will gar nicht mit dir reden. So, lass mich einfach in Ruhe so. Wenn du nicht mit mir reden möchtest, dann gar nicht. Gar nicht mal mit dir geredet. Ich hab noch nicht mal mit dir geredet. Also halt. Doch, im Prinzip doch meine Fresse steht. Ja, du bist so ein Opfer, ich kann dich nicht ernst nehmen. Es tut mir leid. Alles, was du machst, ist lustig, Digga. Man kann nur über dich lachen. Was? Guck mal, okay, über mich kann man lachen, ne? Über dich muss man weinen, weil man dich so sieht, sag ich dir. Bruder, was ist das denn, Digga? Wir kommen in der Grundschule. Und jetzt haben wir auch mal sein Gesicht gesehen. Jetzt verstehe ich auch, Bruder, diese Nase, ne? Ist richtig schön. Deutsch auch perfekt. Ist sie so schön? Sie so schön? Nein, ich weine, dass es so. Ich weine, dass. Walla, SpongeBob, sorry, dass du kein Selbstbewusstsein hast. Ich liebe SpongeBob. SpongeBob ist meine Kindheit. Ja, du bist es doch. Ja. Ey, guck mal, du willst den ganzen Tag im lutschen, ja? Du willst nur. Ich hör dich nicht. Sag, du willst ganz zu lutschen. Mike Tyson auf. Sei in deine Mutter, man muss da einmal reindippen. Hä, das hat sie, das hast du doch schon mal gebracht. Bruder, sie hat nichts mehr auf ihren Kopf aus Lines, Bruder, weil sie hat nur ja, noch. Das passt doch, das passt doch. Was muss aber alle, das passt doch. Okay, aber ganz kurz. Boah, ey, irgendwie tun mir die Leute echt leid, ne? Weil ich weiß nicht, was deren Dings ist, Bruder, was deren Intention ist. Mit welchen Gedanken die eigentlich in diese Stadt kommen. Die machen sich fertig, gehen am Zeil vorbei, sehen Pumping und denken sich, komm, ich geh jetzt in das Video rein. Bruder, habt ihr nicht irgendwie ansatzweise Geschwister, Eltern, Menschen, die diese Videos eventuell eurer Familie schicken könnten? Habt ihr sowas nicht? Weil ich würde mich übertrieben krass schämen. So, Bruder, würden die normal sein, neutral sein, dass man gar nicht irgendwie eine Angriffsfläche hat? Tamam, dann bist du safe. Du bist auf der sicheren Seite. Aber, bei ihr ist wirklich das Ding, die macht sich so viel Angriffsfläche, das ist unfassbar. Du doch auch, du sagst doch auch immer das Gleiche, oder nicht? Du sagst immer das Gleiche. Was hat er gesagt? Immer du fängst so an mit ihr oder so, ich check nicht. Es redet doch keiner mit dir, was denkst du, wer du bist, Junge? Geh mal raus, guck mal, du sagst ganz kurz, sei mal leise jetzt, ich rede. So, du nennst mich Hund, aber du kommst erst, wenn dein Kollege sagt, komm mal her jetzt, wie ein Hund bist du gekommen. Back, hey, hör mal zu, wenn niemand im Kerim, happiness ist... Red mal Deutsch! Red mal Deutsch, Digga! Red mal Deutsch!
falsch? Macht ihr hier einen Augen? Ich hab gar nichts gemacht. Ey. Nicht verstanden. Wir haben ja noch einen, oder? Du kannst kein Deutsch. Warum musst du die ganze Zeit auf Türkisch sitzen? Hast du was dagegen? Dann geh doch Schule. Warum gehst du in die Schule? Ich geh Schule. Gehst du Schule? Darf ich dich fragen, wie alt du bist? Soll ich mal sagen, in welche Schule du warst? JVA, Gelsenkirchen, Psychiatrie. Du warst in alle möglichen Knäste und du dachtest, du wärst in Schule, aber du warst in gar nicht. Hast du deine Botox nur hier ein bisschen zu viel gemacht und hier zu wenig? Der hat überall. Ganz, Digga. Ja, da, ich dachte, du hast eine Schalle. Oh mein Gott, Bruder, wie laut können Menschen reden? Du willst mal ein bisschen, ich hab Mitleid mit dir. Ja, guck, er gibt zu, dass er eine. Ja, zeig doch Foto, Alter. Was, alle? Nein, guck mal, er sagt, er ist eine männliche Kachi. Er ist eine männliche Kachi. Ey, ich geb diesem Mädchen. Boah, ich überlege jetzt 2 Jahre. Maximal 2 Jahre, ne? Ich gebe diesem Mädchen maximal 2 Jahre und sie wird Fatih anschreiben und gefühlt jeden Reaction-YouTuber, unter anderem auch mich, und sagen, ey, ich bin jetzt anders, ich, keine Ahnung, trage jetzt Kopftuch, bitte kannst du mich rausnehmen, ich bereue alles, was passiert ist. 2 Jahre, maximal 2 Jahre. Diese Menschen, ich verstehe nicht, Bruder, denk doch einfach mal 1-2 Schritte weiter nach, denk drüber nach, was eventuell später passiert, die Videos sind online. Ihr blamiert euch ja theoretisch einfach. Checkt ihr, wie ich meine? Ich habe mal eine Frage, da du ja so sauer bist. Wie würdest du die Typen beschreiben? Unfassbar, wirklich so unfassbar nervig. Ihr macht alle einen auf. Ihr seid alle, ihr habt gesehen, wir sind... Halt mal dein Maul jetzt, Junge, lass mich doch reden, was läuft mit dir? Guck mal, die kommen alle hierher und denken, die wären krass. Versuchen irgendwelche Chayas oder so im Internet zu klären dadurch. Denken, ihre DMs oder so sind jetzt voll. Nein, Junge, guckt euch mal an, ihr seid alle hässlich. Keiner von uns ist hässlich, ich schwitze einfach. Dankeschön, Autogramm gibt's später. Bruder, man denkt, die kommt gerade aus, Bruder. Wie so spät. Guck mal, ich bin 15 und ich hab mehr im Kopf als du. Beleidigst du kleine, du bist 15? Alle! Bin ich schon jetzt auf Erwachsenen, mach selbst nicht besser. Ey, schon. Darfst du eigentlich noch draußen bleiben? Was? Darfst du noch draußen bleiben? Er darf draußen bleiben, seine Eltern erlauben ihn. Ey, seid mal ehrlich, Chat, ich will einmal kurz euch fragen, meint ihr wirklich, die ist 21? Die ist auf gar keinen Fall 21, ich denke nicht. So maximal 17. Weil du gar nicht mal Eltern hast. Ach so, deswegen bin ich gerade von Berlin nach Frankfurt. Ja, ich muss gleich nach Hause, ich muss gleich SpongeBob gucken. Momo. Ey, die sieht aus wie Momo. Jetzt ist mir eingefallen. Alle. Was hast du gesagt? Die kommt aus Berlin, weil in Berlin kein zum Lutschen gibt. Aber guck mal, ein für dich. Okay, ich bin vielleicht nicht gekommen, aber nicht für eins wie du. Dann hier, so. Auf deine Stirn kann man Mario Kart spielen. Fass mich mal nicht an, Digga. Das ist Revenge. Ich hol meine Rache. Beide gehen. Ey, Bruder, weißt du, was bei dem voll komisch ist? Also manchmal disst er, manchmal sagt er, das ist nicht mein Typ. Ich bleib jetzt sachlich und auf einmal rappt er. Also dieses Rappen verstehe ich sowieso gerade gar nicht. Der rappt einfach. So. Keiner sagt, was der rappt. Gehen anschaffen an Konstabler Wache. Tamam, geh doch ausreden. Hast du Angst, Hops genommen zu werden? Guck mal, einer wie du, Kuffi. Einer wie du, weil du keine Frau von hier freiwillig abbekommen würdest. Keine. Ihr wollt Leute nennen und ihr denkt, das wäre normal, aber dann... Wann hab ich es gesagt? Sag mir jetzt, wann hab ich es gesagt? Sag mir jetzt. Nein, Bruder. Aber guck mal, ihr habt es normalisiert, dass ihr irgendwelche Bulgaren, Rumäner nennen dürft. Aber wenn dann irgendein Weißer euch schwarze N-Wort nennt, dann ist es auf einmal schlimm. Aber wenn ihr irgendwelche nennen... Was hast du gesagt? Ich meinte, Kuffi weil du keine freiwillig abkriegen würdest. Sogar eine Kuffin würde weinen, wenn du ihr eine 20 zahlen würdest. Weil du hast schon mal einen 20 in Schein. Ja, keiner will mit dir. Guck mal, ich schwitze, Digga. Hi. Was geht? Nix. Alles klar? Ja. Ey, wo bist du hergekommen, Schwester? Okay, haben die aber schon in den Spiegel geguckt heute? Habt ihr euch heute schon im Spiegel angeschaut? Ihren Spiegel ist kaputt. Ja, hab ich. Toll. Guck mal, ihr müsst euch vorstellen, in Frankfurt gibt es verschiedene Instanzen, verschiedene Stufen. Die eine Stufe ist so Crack. Also wirklich Crack, Crack, Crack. Dann gibt es auf jeden Fall die Crack Plus Version. Dann gibt es zum Beispiel die B-Ware, das ist dann die Produktion von Produkten, wo vielleicht 1-2 Fehler dabei sind. Dann gibt es die High-End-Ware, das ist die 1-1 Nachmache. Und hier haben wir jetzt gerade die B-Ware, so die jetzt gerade vorbeikommt und sagt, ey, habt ihr euch mal angeguckt und so. Das ist jetzt die B-Ware, offiziell. Sag sie mal auf Portugiesisch, ob sie diese Jungs daten würden. Ich spreche kein Portugiesisch. Okay, ich bin Trillonias. You can speak English? Ja. Ja, sagt sie. Oh mein Gott, was ist das? Fremdscham. Einfach, guck mal, sie hat nur diese 3 € gespendet, um einfach nur zu sagen zu können, Fremdscham. Aber damit hast du eigentlich wirklich, ey, Alcina, du bist schlau. Du hast jetzt mit 3 € gerade den Titel des Videos gewählt. Der Titel von diesem Video ist Fremdscham. Punkt. Mehr nicht. Sag ihr mal, wen würde sie von Jungs daten? Kein.
Guck mal, die Abla, ich würde die nicht daten, aber die sieht ganz okay aus, aber die ist viel älter als ich. Hä? Aber die, du siehst gut aus. Du siehst wirklich gut aus. Ich werde 17. Ich bin auch erst 18. Ist 18? Ich dachte, ich werde 30 oder so. Oha, nicht böse gemeint. Was haben wir gemacht, Alter? Ja, wie sieht sie denn aus? Ich dachte, sie wären so 20, 21. Soll keine Beleidigung sein, ich meine damit so, dass du gut aussiehst, weißt du? Deine Schnauze, ich schwöre. Junge! Digga, kommst du aus irgendeiner Ecke, Zuschauer, Fan oder so, und denkst, du könntest reden? Ey, mach mal zuerst dein T-Shirt zu, man sieht dein ganzes BH, man hat gerade eine. Oh mein Gott, was passiert hier? Ey, hier ist einfach gerade jemand aus der Seite der Mädels gekommen. Also, beziehungsweise, sie hat jetzt offiziell gerade die Seiten gewechselt. Sie ist bei den Jungs. Sie schießt jetzt gerade als Mädchen gegen Mädchen. Das ist eigentlich Kodexbruch, ne? Ich auch gar nicht schief an, man sieht deine ganze. Man sieht dein BH, okay, bei mir habe ich auch Schnitt. Aber Hauptsache, ich habe meine Haare dazwischen. Man hat gerade deine ganze gesehen. Oh, kein Fett, sag ich ehrlich. Wenigstens sieht man kein Fett. Das war's mit Frankfurt, Tinder. Ihr wisst Bescheid. Frankfurt! Was soll ich dazu grundsätzlich sagen? Meine abschließenden Worte, der Unterhaltungsfaktor ist auf jeden Fall gegeben, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich würde lügen, wenn ich sage, das Video hat mich nicht unterhalten, es hat mich auf jeden Fall unterhalten. Das ist das, was wir brauchen, aber diese Menschen manchmal, diese Kreaturen, diese Wesen, diese Prototypen, diese chemieerzeugten Produkte, die sind echt unfassbar. Also zu denen habe ich echt nichts zu sagen, wirklich. Also ich weiß nicht wie, aber irgendwas läuft da schief. Unsere Generation ist wortwörtlich verloren.